Hallo und herzlich willkommen Klappe. Zu einer... Na toll, noch ein toter Kammerjäger. Handsome Jack war fleißig. Moment, du bist nicht tot. Ja, jetzt komme ich von diesem Gletscher runter. Claptrap, dein metaphorisches Schiff ist endlich gekommen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein CL for PTP Stewardbot. Freunde nennen mich Claptrap. Oder sie würden mich so nennen, wenn sie noch leben würden. Oder je existiert hätten. Oh, ich hab da was für dich. Hier, nimm diesen Echo-Communicator, den ich ganz sicher nicht einer dieser Leichen abgenommen habe. Er ist mit einem Klasse 12 Heads-Up-Display und einer Minikarte ausgestattet. Und jetzt, mein Freund, schaffen wir dich rein. Fantastisch! Da ich jetzt einen mächtigen Kammerjäger getroffen habe, kann ich mich endlich dem Widerstand in Sanctuary anschließen, mich an Jack reichen, weil er meine Modellreihe gekillt hat, und meinen zentralen Prozessor reparieren, damit ich aufhöre, laut zu denken. Wie es wohl ist, ein Bauchnabel zu haben. Ich erkläre dir bald alles, aber sei gewiss, es gibt einen Grund, dass du noch lebst, und ich bin hier, um dir zu helfen. Ja, hallo Leute, wir sind zurück. Wir spielen diesmal Aua. So fängt man an! Wir spielen wieder Borderlands, eigentlich diesmal im Hardcore-Mode und ja. Ich habe mich gerade ein bisschen gefailt. Eigentlich wollte ich im Normal-Mode starten und den Endboss noch 2-3 Mal legen für ein paar neue Waffen und dann erst starten. Aber so geht's auch. Und ich habe mir gedacht, ich fange Borderlands damit an, wie ich es die ganze Zeit weitergemacht habe, wa? Voll die Lüge. Jetzt ist jetzt schon gelogen von ihm. Ich bin nämlich einmal verreckt. Und öffne dich. Kleiner Beitrag zur erhöhten Sicherheit. Man muss diese Bullymons in Schach halten, sonst reißen sie an die Augen raus. Was? Wo? Okay, ich würde sagen, wir können gleich nochmal neu starten und den Endboss umnieten. Was? Warum das denn? Alter! Ja, Hammer. Oh, lol. Ich hab noch alle meine Waffen dabei. Ja, ich auch. Ja, geil, wa? Normal, weißt du? Ah, ich kann's Ausrüstung lagern. Wo? Läuft. Ja. Vor langer Zeit veränderten 4 Kammerjäger Pandora für immer. Doch diese Zeit ist vorbei. Wo kann ich Waffen lagern? Handsome Jack braucht Pandora einen neuen Helden. Ich weiß, dass du da drüben. Bin ich behindert oder ist das nicht? Von den entsetzlichen Schmerzen ist das alles super. Ich hab schon auf einen Kammerjäger gewartet. Ja. Hier kannst du Waffen lagern. Ausrüstung lagern. Hier drin. Ah. Kannst du Sachen abholen. Lol. Einfach lagern. Ja, accountübergreifend. Okay. Ja, aber ich will die verkaufen. Ja, es geht hier drin nicht. Ich muss erst nach Sanctuary. Ja, dann ist mir egal. Dann oh, hier liegt Geld rum. Dann steht ich drauf. Dann. Ja. Dann ist egal. Ich habe jetzt mir vorgenommen, dieses weiteren Verlauf für Borderlands ein wenig mehr zuzuhören, was die Leute sagen. Alles klar. Können wir reißen? Ah. Schade, wir können noch nicht. Können noch nicht zurückreißen? Ja, habe ich mir aber gedacht. Ich wette, ich weiß. Würde ich sagen, starten wir gleich mal neu und ach, am Arsch, Junge, machen die Scheiße hier fertig und. Nein, Alter, ich will ein paar Mal noch den Endboss legen für gescheite Waffen. Ja, läuft, die kriegen wir schon hier. Kommen eh bessere Waffen, weil wir in Hardcore spielen. Pussy. Ja, weißt du, wenn wir jetzt. Bei dem Roboter. Er hilft dir von diesem Gletscher herunter und nach Sanctuary zu kommen. Nur dort bist du in Sicherheit. Wenn wir jetzt hier das machen, dann kriegen wir automatisch bessere Waffen, weißt du, wenn wir uns jetzt hier nochmal hochpushen würden,
Dann wäre das gar nicht mehr Hardcore, dann wäre das wieder easy. Okay. Verstehst du, was Lol. Ich meine? Die Viecher halten aber nicht arg viel mehr aus, ne? Nee, die sind ja auch kacke gerade. Claptrap hat Schiss. Muss nachladen. Nee, sowas, so ein Problem habe ich nicht. Alter, ich hab dauernd... Der Hatties. Läuft, läuft. Ich habe mir aber übrigens nicht vorgenommen, weniger zu sterben, also hier... Nico, du bist und bleibst ein... Ah ja, Blute? Vorhin auf Facebook. Oh. Blute? Ja. Ist er da? Da unten ist was. Oh, ich liebe diese... Das Verreck halt. Oh, komm ey. Nico, ich bleib hier oben und hilf dir gegen Fight, ne? Kein Problem, kannst auch gern warten, ne? Ich sniper von hier oben. Das werd ich. Ja, geh mal durch. Ach, das ist nicht... Ah, okay. Ja, geil, weißt du, beide mit einem Shot, ne? Unter dir ist eine. Hinter mir oder unter mir? Unter dir. So. Bullimong Balk. The fuck. Opa. Hab ich kein Problem mit. Ach, ich wette, es werden mehr Bullimongs kommen. Oh. Alper. Hab die Befürchtung, wir könnten echt ein bisschen bessere Waffen dabei sein. Oh, Iridium. Oh, da. Wo ist denn der Affe? Hier. Ach, das steckt wieder drin. Ehrlich gesagt, ich glaube, Jack wäre mit mir sehr Jack zufrieden. Ich bin sympathisch. Oh. Echt groß. Ja. Yeah. Gib mir 5 Sekunden. Okay, dann doch nicht 5 Sekunden. Bandanussen. Scheiß auf Nachladen. Wo ist dieser, der Dicke? Ah, der steht. Tot. Hab ihn tot gefistet. Bandanusse. Oh, ein Auge. Ach, da hinten. Ja. Claptrap-Style, ne? Ja, ich weiß, du würdest mir gerne eine in die Fresse geben. Halt's Maul und fang an. Sehe ich anders aus? Ist so nötig, aus? Nico. Ja. Meine Muni füllt sich automatisch auf. Ja. Wusste ich gar nicht. Ich glaube, da ist was falsch gelaufen.
Verschiebung wird ausgeführt. Lol. Gern geschehen. Das ist der Vorteil, wenn man eine KI ist. Ich bin mit fast allem auf diesem Planeten vernetzt. Ja, auch mein Penis. Weiter Weg nach Sanctuary. Nimm bitte alles mit, was du für die Reise brauchst. Appamuni. Geld. Oh. Große Kiste. Kann nichts aufnehmen. Bin ich alle voll? 600 mal 13. Warte mal. Nee, ist Bullshit. Die Waffe kannst du haben und verkaufen, wenn du willst. Sanften Klang deiner Stimme, Alter, ist übertrieben, Junge. Wenn Claptrap singt, ey, dann würde ich echt kotzen. Ja, ich finde Claptrap's Dubstep aber relativ geil. Ja, gut, der ist natürlich gut. Lol, ich kann die Waffe nicht aufheben. Nico? Ja? Den Muskeln Alter. Und den Waffen und dem Sehvermögen. Nico, wie schlecht bist du? Die Dinger leben immer noch. Na recht. Aua. Ja, mach mal. Oben. Besser? Ja, der hat mehr Leben. Geh mal looten. Bullycode. Eine Million Mäuse? Okay, Jungs. Hier spricht Captain Flint. Findet diesen Kammerjäger und bringt ihn zu mir. Sofort! Auf geht's. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, der meint uns. Sagen, aber ich glaube, er wird sterben. Sagenhaft. Zuerst greifen Captain Flints Banditen an, dann taucht Claptrap auf. Ich muss in einem früheren Leben kleine Hündchen gequält haben, dass ich so etwas verdient habe. Sag, Kammerjäger, könntest du Flints Männer für mich killen? Natürlich. Ah, es geht ja schon auf. Oh, die halten aus. Ja. Oh, fuck. What the fuck? Wo ist denn noch einer? Ach, da vorne. Oh, dir. Ich halte mich noch gut. Ich bin bis jetzt dreimal gestorben. Ich hab fast vor, mitzuzählen. Mach doch, können den Counter einfügen jetzt endlich. Ja, stimmt auch wieder. Vier. Und viermal. Boah, komm, leck mich, Alter. Wo ist noch einer? Hier bei mir. Den kill ich dann. Ja. Aua. Egal. Er ist tot und du auch. Scheiße! Fünf. Ernsthaft mal. Was wirst du machen, wenn du mich nicht hättest? Sterben? Leute töten? Sechsmal sterben? Fünfmal sterben? Oh, what the fuck? Ich habe gerade ein kleines Problemchen hier. Ja? Okay. Ich nicht. Soll ich dich wieder beleben? Nee, lass mal, hab schon. Dauert ein Weilchen. Lebe wieder. Ach, ich hab noch ne Dings dabei. Ach so. Boah, was hab ich für ein schlechtes Waffensetup gerade an. Ist ja mal mega gay. Game meint aber, dass es scheiße ist. Ja, ich hab, weißt du, ich dachte, die Raketenwerfer, die ich hab, wären die, Ding, aber... ist er nicht. Komm, ich helfe mal ein wenig. So, jetzt kann ich mich gleich wiederbeleben. Friss! Scheiße, Junge! Hörst du? Raketenwerfer. Es ist noch nicht vorbei, du Arsch! Ja, ich denke, ich stehe jetzt in eurer Schuld. Kommt zu meiner Behausung, dann stelle ich Claptraps Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch.